Ein schnurriges Willkommen bei Panty spielt Eternal Darkness. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ich hatte jetzt, glaube ich, 2 Wochen keine Möglichkeit. Von daher müssen wir jetzt ein bisschen gucken, wo wir gerade sind. Wir haben jetzt hier zuletzt... rum und das alles an. Wir haben hier zuletzt mit einem Zauberspruch, da kann ich mich noch daran erinnern, hier eine Brücke erschaffen. Sind auf diese mittlere, auf diesem mittleren Podest und haben diesen Schlüssel zum vergessenen Korridor bekommen. Ich bin mir sicher, dass wir den Schlüssel bekommen haben. Das ist nämlich so das... das neueste Item. Ah ja, hier ist auch die Brücke. Im Kreis gelaufen während des Recaps. Und dann gehen wir mal weiter. Gemütlich hinsetzen. Help me, Grandpa. I can't take this anymore. Don't be so weak, Alex. You have a stronger mind than this. I didn't bring up a weakling. Not a scared wretch of a girl. You kept all this from me. You kept me alone. You shared nothing with me. I couldn't. I could never give you the burden. I just wanted you to grow up. To grow up and leave me alone. Why couldn't you have been killed with your parents? This isn't really happening! Ziemlich arschig, oder? Also, ich meine, wenn man bedenkt, dass das der Großvater ist. Ja, Großvater, genau. Und unser Freund hier, Roberto Bianchi, hält die Fackel in der Tür. Machen wir sie mal ganz schnell auf, damit die Fackel nicht irgendwie entzündet oder so. So, mit dem Schlüssel können wir jetzt... Wahrscheinlich war da die Tür hier. Nein, da kommen wir nicht durch. Gut, dann gehen wir mal weiter. So... da vibriert mein Controller, um mir Angst zu machen. So. Ich komme auf der Karte. Das Problem ist, die Karte ist, glaube ich, hier genau. Die Karte ist schon komplett unlocked. Und wir müssen, wie man sieht, müssen wir hier unten rechts hin. So, ich zoome mal rein. Ah, die Kontrollen sind schon. Hier müssen wir hin, da müssen wir noch untersuchen. Das ist uns also schön in der Karte eingezeichnet. Und wir sehen jetzt auch hier, ja, wir sind hier hochgekommen, da geht es hier in einen runden Raum und dann geht es in einen Gang. Wir gehen jetzt erstmal in diesen runden Raum. Ich höre keinen Gegner. Ich, ganz ehrlich, kann nicht sagen, ob wir da schon waren. Kann gut sein, dass wir gerade in dem Spiel auch schon einen Gegner besiegt haben oder sogar eine Untersuchung gemacht haben. Hier ist aber nichts Besonderes. Also hier durch. Das ist die verschlossene Tür und wir haben den Schlüssel. Ganz klar, da muss ich nicht nachdenken. Da waren wir noch nicht, da geht's lang. Oh Junge, das ist ja schön. Schön dekoriert alles hier. Im Vergleich zu dem anderen. Sieht auch sehr, ich würde sagen, eher ägyptisch aus mit den ganzen Katzen an der Wand. So. Natürlich könnten die Katzen auch noch schwarz sein, ja klar. Aber... das kann ja nicht immer alles perfekt sein. Ich habe das Gefühl, da ist ein Kraftfeld im Weg. Machen wir die Verkleben weg, um die Lichtverhältnisse zu verändern. Ich habe das Gefühl, da ist ein Kraftfeld im Weg und da schwebt keine Rune drin. Ich würde sagen, ich gucke mal, ob ich speichern kann. Und dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir gegen dieses Kraftfeld rennen. Ob wir Schaden nehmen oder ob es einfach verschwindet. Weil... so. Okay, wir nehmen Schaden. Gut, okay. Das ist der Boden, der so leuchtet. Wir nehmen Schaden, dann würde ich sagen... nee, ich habe das als Quick-Dings. Einmal heilen. Und dann probieren wir mal da einfach durchzurennen. So, rennen und durch. Ah, mir fehlt noch was Zweites ein bisschen machen. Das mache ich jetzt auch. Ich lade. Und zwar bin ich doof. Ich benutze einen neuen Zauberspruch, den wir noch nicht ausprobiert haben. Die Finsternis naht. Ein neuer Zauberspruch. So, den wir noch nicht benutzt haben, ihr gesagt. Na, das ist der Knopf.
Schild, genau, Schild sprechen. Nein, ich hätte gerne den Schild in 5 Punkte. Dafür muss ich die Runen kennen. Das ist Bankrock und Zantac. Gut, Zantac ist irgendwie klar. Ihr spricht ja von uns selbst. Ich will das, das ist egal. Bankrock, gut. Dann brauchen wir Pargon, Zantac, Pargon. Genau. Das 5er Schild. Den 5er Schild. Ich glaube, es heißt der Schild. So, und den zaubern wir jetzt auch direkt. Nicht prüfen. Sprechen auf Mentorok. Was alles hilft. Ich weiß nämlich nicht, ob wir jetzt davon abhängig sind, die richtige Farbe zu wählen. Aber die nächsten. Die Dinger sind zu schnell. Ich glaube, es sind aber 5 für den 5er Zirkel. Jedes Mal, wenn wir Schaden nehmen, verschwindet eine von diesen Kugeln, anstatt dass wir Schaden nehmen. Nett, oder? Ich würde sagen, gleichzeitig gehen wir her. Ich renne noch mal ein bisschen im Kreis. Wir haben verdammt viel davon verloren. Genau, nicht genug Energie. Gleichzeitig gehen wir her und laden uns einmal auf und speichern dann nochmal. Dann haben wir volle Lebensenergie und 5 Treffer, die uns nichts ausmachen. Da sollten wir doch mal super durchkommen. So, einmal speichern. So, jetzt können wir hier durchrennen. Und wie man sieht, der Schaden geht jetzt auf diese Bällchen und die fliegen dann seitwärts weg. Wir werden gerufen. Wir werden gerufen. Jemand ruft Roberto. Und tatsächlich ist ein Kügelchen sogar übrig geblieben. Das heißt, wir haben noch ein Schutzschild von einem Angriff, der uns nichts ausmacht. Das ist ja praktisch. Gut, dann gehen wir weiter. Okay, da müssen wir wohl hin. Und da ist... ja, das sieht nicht gut aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier jetzt irgendwas ist, was wir bekämpfen müssen. Das sieht mir so arenamäßig aus. Das gucken wir erstmal hier. Gehen wir erstmal in die andere Richtung, als in die, in die das Spiel eindeutig führen möchte. Der hüpft nicht direkt hier rein. Ist auch besser so. Können wir uns das Ding hier angucken. Können wir da Licht machen? Nein, okay. Ja, ich weiß, ich mache jetzt alles außer das, was das Spiel von mir will. Aber das Spiel ist halt verdammt linear. Also, du hast immer nur eine Möglichkeit. Ein Seil hält eine Brücke oben an der Decke fest, die nur darauf wartet, in die richtige Position gebracht zu werden. Gut, das können wir auch gleich durchschneiden. Erstmal hier. Hier sehen wir also ein Skelett. Das hält, glaube ich, sogar in der linken Hand eine Art Schwert, was von irgendwelchen Augententakeln... Gut, entweder sind es die Tentakel des Skeletts oder die Augententakel halten das Skelett fest. Aber das Skelett hat auf jeden Fall 3 Augen. Kann einen an Game of Thrones erinnern, aber dieses Spiel ist viel älter als Game of Thrones. Und lauter Menschen drumherum. Diese Schnitzereien zeigen die knöchernen Überreste eines Menschen in der grausamen Umarmung einer Vielzahl wurmartiger Kreaturen. Haben diese Kreaturen die Menschen in diesem Raum gebracht? Das wissen wir nicht. Also, machen wir weiter. Weiter. Lassen die Brücke erstmal, wo sie ist, und gucken auch das andere Bild an. Oh, hier ist jemand. Dem können wir bestimmt reden. Der Mann brabbelt unzusammenhängend davon, dass seine Kollegen von Würmern verschlungen wurden und dass Roberto der Nächste sein wird. Das ist bestimmt das gleiche Bild, hä? Nein, es sind schon mal andere Bilder. Es sind tatsächlich wieder die Würmer mit Skeletten, aber ein anderes Bild. Hier hat man wirklich das Gefühl, dass es menschliche Skelette sind. Weil die haben nur 2 Augen, dass diese Tentakel denen auch wirklich was antun. Ein scheußliches Bassrelief ziert den Monolithen. Menschen, die in die Brutstätte großer Würmer geworfen werden. Diese Menschen werden geopfert, aufgefressen von den Würmern, um einen unbekannten, mysteriösen Prozess in Gang zu setzen. Ich glaube, dieser unbekannte, mysteriöse Prozess nennt sich Verdauung. Aber gut. Weiter, jetzt, ob wir das Seil abfackeln können oder ob wir das Schwert nehmen müssen. So. Nein,
Ah, untersuchen. Ja, genau, das ist so. Das Saif und hauen da mal drauf. Nein, das ist es nicht. Kann ich hier was? Muss ich so irgendwie? Komm on, Leute, ich will doch nur dieses Seil durchschneiden. Der kann das Seil nicht durchschneiden. Ja, jetzt haben wir es doch. Ha. Meine Erinnerung war richtig. Man schneidet das Seil durch und fällt die Brücke runter. Ich glaube, jetzt bringt mir die Armbrust nicht, wenn ich auf der Brücke von eben diesen Würmern angegriffen werde. Was mit Sicherheit passieren wird. Ha, wusste ich's. Weg mit euch. Gut, das war jetzt nicht sonderlich schwer. Man musste nur einmal draufhauen. Hier haben wir schon Schaden genommen. Und dann haben wir hier, was haben wir hier? Einen Hebel. An einer Säule in der Nähe ist ein Hebel angebracht. Die Säule ist nicht in der Nähe, die ist vor mir, aber ich betätige den Hebel trotzdem so. Jetzt wird wahrscheinlich der richtige Angriff kommen. Ich kann bestimmt immer noch nicht speichern, weil ich in Gefahr bin. Oh, doch. Wir wollen das jetzt nicht alles nochmal machen müssen. Wir müssten hier sämtliche Sachen nochmal angucken und lesen. Das ist bestimmt der richtige Angriff. Untersuchen. Ah, das ist das. Das ist auch das X. Das baufällige Dach ist in einigen Bereichen bereits eingestürzt und muss in großem Umfang verstärkt werden. Die Arbeiter haben eine nicht gerade ermutigende Aufgabe vor sich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass in dieser Gruppe die Würmer drin sind. Jetzt aber schnell raus hier. Oh, kann ich dem jetzt sagen, hier, hallo, ich habe die Würmer besiegt? Das ist immer neugierig. Nö. Besiegt kann man da auch nicht reden, wir haben sie halt einmal gehauen, ne? So, hier jetzt wieder das Ouchie. Da mache ich jetzt wieder das Schild. Das wird übrigens das alte Schild kaputt machen, also wir kriegen jetzt nicht 5 Schutzkugeln dazu. So, sondern wir haben einfach nur 5. Ich glaube, es sind 5. Siebenmal angegriffen worden, haben noch eine über. Das kann natürlich heißen, dass wir 8 Kugeln haben, aber ich glaube, dass die Kugeln tatsächlich für eine bestimmte Menge Lebensenergie stehen. Die hier, also, dass das eine Kugel nicht bei jedem Angriff verschwindet. So, würde ich sagen, hier nochmal eben, dass wir da nicht wieder durchrennen müssen. Weil wenn wir dann den Zauber vergessen, haben wir viel Lebensenergie verloren. Ich glaube, das ist sogar so gemacht, dass wenn du durchläufst, und nicht das Schutzschild aktivierst, dass du, glaube ich, fast deine ganze Lebensenergie, wenn nicht so die ganze, verlierst. So, wir haben jetzt alles gesehen. Es kann sein, dass wir tatsächlich nur noch zurückgehen müssen und berichten müssen. Ich gehe aber nochmal her und gucke auf die Karte. Nein, wir waren, glaube ich, hier hinten in dem... Waren wir in dem Gang schon? Hier? Kommen wir da vielleicht her? Wo ist es? Y und X... Hier ist noch ein X. Da müssen wir noch hin. Ja, tatsächlich würde ich einfach weiter. Jetzt ist noch nicht, ob ich richtig rum. Untersuchen. Das haben wir mit Sicherheit schon gesehen. So, das hier war der versperrte Rückweg. Bin ziemlich sicher, der versperrte Rückweg. Ich bin mir sicher, dass wir dahergekommen sind. So ist es richtig ausgedrückt. Und von hier? Wegen dem, weil ich weiß, wir haben dieses Teil noch nicht aktiviert. So, kann sein, dass das jetzt ein bisschen Zeitverschwendung ist. Und wir kommen hierher, okay, ja. Das ist, genau, da kommen wir her, daran kann ich mich erinnern. Das heißt, wir wollen jetzt dahin. Wenn ihr euch erinnert, da ist ein Zombie reingelaufen, ist zermatscht worden und dann ist dieses Tor zugegangen. Das soll man natürlich miteinander in Verbindung bringen. Und die Lösung ist, auch einen Zombie zu beschwören und da reinlaufen zu lassen. Da ist er doch, Zombie. Komm her, sprechen. Und das können wir nicht mit Mentor machen. Nehmen wir halt Chatur. Übrigens, sollten wir den Zombie freilassen, läuft er dann hier rum und ja, kämpft gegen uns. Der wird dann wieder zu Chaturga zugerechnet. Ja, steht hier auch schon, wir können den Feind angreifen, bla bla bla. Wir können die Beißattacke machen, den Kopf angreifen und mit dem Startbutton der Zombie aus der Kontrolle überlassen.
Und dann natürlich kann der Zombie auch rennen und der kann auch Türen aufmachen. Wir wollen aber lediglich uns plätten lassen, um diese Tür aufzumachen. So, sehr schön. Runter mit uns. Für mich, und das hat was mit dem Encoding-Prozessor zu tun. Doch. Ich sehe gerade, also auf Twitch ruckelt es auf jeden Fall auch. Der Witz ist, in der Aufnahme ruckelt es nicht. Aber das ist okay. Das heißt, ihr auf YouTube solltet eine ruckelfreie Experience haben. Ich glaube, ich habe auch die Pyrio von dem OBS höher gedreht. Das ist wieder dieses Lüfterproblem. Ja, der Rechner ist total heiß. So, jetzt ist es wieder weg. Das werde ich, also gegen November rum, kriege ich einen neuen Firmenlaptop, kann diesen hier von der Firma dann abkaufen. Und dann wird das erste, was ich mache, den Lüfter auszutauschen. Wenn ich das mich jetzt in der Firma melde, ist die Garantie schon abgelaufen und da werden die mir auch nicht viel helfen können, den Lüfter auszutauschen. Und während der Arbeit beim Programmieren stört das nicht. So, aber jetzt genug geredet, ich habe die Armbrust jetzt genommen. Zu viel geredet. Seht ihr, ich habe schon zu viel geredet. Ich habe hier die Armbrust. Ich will den hier abschießen, wenn er... wenn er aufmacht. Zu dem Thema. Und er hat mich auch noch getroffen. So ein Mist. Zum Glück hat er mir keinen Schaden gemacht. Er tut aber, während ich gestunt bin, einen Zombie beschwören, den ich natürlich mit der Fackel einfach besiegen kann. Nee, nicht. Es ist ein blauer, kein grüner. Ich hab's verpeilt. Das ist jetzt halt das Schlimme, der tut den Zombie beschweren. Das ist ein 5er-Zirkel, den er lässt, klar. Ah, super. Dieses große Vieh. Diese Viecher sind so nervig. Nicht die großen, sondern dieses Vieh, was die jetzt beschworen hat. Weil... kann ich den Schaden machen? Ich bin gespeichert, das ist nicht schlimm. Ich werde jetzt einfach laden. Ich werde jetzt nicht erstmal produzieren. Okay, wie kriege ich den platt? Das ist jetzt wieder so ein Taktikding. Ich treffe ihn nicht. Jetzt kann ich vielleicht nicht den Kopf angreifen. Ich greife halt instinktiv von den Gegnern den Kopf an. Echt jetzt? Naja, gut. Nicht allzu schlimm. So. Da muss ich noch ein bisschen Magie sammeln. Der Typ im Weg. Magie sammeln heißt hier einmal im Kreis rennen, bis die Magie voll genug ist. Was könnte ich machen? Ich könnte versuchen, ihm auf den Körper zu schießen. Statt auf den Kopf. Ich habe komplett daneben geschossen, habe ich das Gefühl. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, dass die immer stärkere Gegner holen bei jedem Angriff. Ich dachte, die beschwören jedes Mal einen Trapper eigentlich. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich mit dem ersten Angriff keinen Schaden genommen hatte. Das war der Schutzschild. Ja, und ja, ich laufe jetzt hier im Kreis, weil ich eben genau den wieder aktivieren möchte.
Was sagt der? Der sagt nicht genug Energie. Nein, das interessiert mich nicht. Das habe ich schon lang gesehen. Zugekriegt. Das ist tatsächlich jetzt eine schwere Stelle. Ich laufe jetzt mal langsam, weil der hier. Ich weiß gar nicht, ob die Laufgeschwindigkeit, also ob das die Entfernung, die ich laufe, oder die Zeit, die ich laufe, ist. Die Zeit ist, die ich laufe. Ich kann auch tatsächlich einfach so machen. Quasi magische Nick grinden. Könnte das andere Schild verwenden. Das probiere ich beim nächsten Mal. Jetzt gehe ich erstmal runter und gucke, ob ich ihn treffe, wenn ich ihm auf den Körper schieße. Der greift jetzt den Zombie an und er stellt dabei einen Trapper. Wenn ich mich nicht irre, der Zombie geht dabei nicht drauf. Weil wir haben den Trapper gehört. Ja, da hört man ihn. So. Ja, so. Also ich greife nicht den Kopf an, sondern seinen Körper. Das war ein Treffer tatsächlich. Und er hat... Habe ich mich hier fast verschluckt. Er hat mit einem Angriff hat er mir fast alles abgezogen. Also fast das ganze Schutzschild. Er hat mich getroffen. Er konnte mich nicht stunnen. Und schon macht dein Mann wieder auf. Sehr schön. Das ist der letzte. Der letzte Schuss. Ich habe keine Munition mehr. Ich muss jetzt den Saif nehmen. Zombies können durch Türen, aber ich glaube nicht die Treppe runter. Das wäre auch noch was zum Ausprobieren, ihn mit dem Zombie umzubringen. Jetzt trifft er mich und beschwört seinen Viech. Das addiert sich auch. Ja, jetzt ist er. Und das dann natürlich noch diese tolle Perspektive dazu, dass wir nichts erkennen können. Bleiben da. Etwas anderes ist hier ausgeprobiert. So. Die Taktik hat nicht funktioniert. Jetzt probiere ich das aus, was ich vorhatte, nämlich. Ja, doch, geladen werden. Meine Idee ist, es gibt noch dieses Schild, wo die Gegner, die mir nahe kommen, Schaden nehmen. Wenn ich das verwende, dann nimmt der vielleicht auch Schaden, auch wenn das Ding nicht offen ist. Also diesen Schild habe, um in um Dings zu machen. Und jetzt gehe ich auf hier nochmal rum, um nochmal meine Energie aufzuladen. Irgendwie so. Die versuchen mir hinterher zu fliegen. So, und dann werde ich versuchen. Ich laufe dann vor und werde den Fünfer. Diese Fünfer Barriere machen. Wer mich da angreifen will,
Also ich will tatsächlich volle Energie haben und dann speichere ich nochmal. Und wenn mich dann angreifen will, dann sollte das nicht funktionieren. Sollte da nicht durchkommen, einfach so. So, jetzt speichern. Ich muss immer wieder gucken, habe ich jetzt speichern oder laden genommen? Weil man will ja jetzt nicht den, beim Speichern jetzt nicht den Progress verlieren und beim Laden nicht aus Versehen den Spielstand, den man laden wollte, überspeichern. Okay, also der greift den an und weil er den angreift, ist der gestunt. Ich bin gestunt und der kann tatsächlich auch ein bisschen nichts machen. Da drückt natürlich direkt mein Prozessor dazwischen und sagt, hallo Freund, du. Ich muss jetzt mal abkühlen. So. Dadurch habe ich vielleicht so 2 Frames pro Sekunde oder sowas. So. Zaubern. Das war... Isolierung war das, ne? Genau. Genau das ist es. Isolierung möchte ich sprechen auf Stufe 5. Das ist ein blauer. Jetzt hoffe ich, ich nehme einfach lila. Das sollte eigentlich immer... Das Kraftfeld um uns, da müsste der nicht durchkommen. Dann machen wir erstmal den Finalschlag. Genau, der kommt da nicht durch. So, hallo, der Trapper, den Trapper, um den kann ich mich jetzt tatsächlich ganz einfach kümmern. Ich glaube, der hat mich gerade getroffen, kann das sein? War der. Normalerweise kann ich doch einen Gegner auswählen, nämlich. Jetzt nimmt er Schaden, genau. Das ist das, was ich wollte. Kann ich auswählen. Jetzt. Das. Den Trapper jetzt eigentlich blenden soll. Ich hoffe, das hat's auch. Nein, hat's nicht. Ich muss hier tatsächlich jetzt erstmal meine magische Energie aufladen. Ich brauche die ja wieder, wenn. Wenn das Schild aufgibt. Was genau jetzt der Fall ist, jetzt muss ich gucken, dass ich das schaffe. Ich hoffe. Nicht die Zeit verschätze. Ja, es hat geklappt. Das ist jetzt der Zustand, eben der Schaden nimmt. Er ist offen und nimmt daher Schaden. Und das war's. Puh. Das war jetzt tatsächlich sehr, auch für mich sehr, sehr spannend. Und meine Hoffnung hat ja glücklicherweise funktioniert. Und da hinten ist noch der Trapper, für den wir jetzt keine Munition mehr haben. Also dürfen wir uns an ihm vorbeischleichen. Ich will jetzt mal auf die Karte gucken. Und ich will jetzt nochmal hier die magische Energie aufladen vorher. Vom Ton her klingt so, als wenn es 2 Trapper wären, aber ich sehe nur einen. Zu Hause. Ja, ich weiß, das zieht sich ein bisschen. Aber es ist es wert. So, da kümmern mich auch wieder mich immer wieder. Kann ich speichern wahrscheinlich nicht, weil ein Trapper in der Nähe ist. Schaden. So. So kann man auch den Trapper mit dem Schild entsorgen. Okay. Dann können wir ja hier durch.
So, bei dem ganzen Nebel nehme ich doch lieber mal die Fackel in die Hand. So. Das ist der Raum, in dem die Artefakte waren. Venture no further or be struck down where you stand. Who? What? I am the guardian of this temple, the Forbidden City. None shall enter except the chosen. Speak. You are the chosen. For many years I have tested those who came here and all have failed. You are unaffected by the power I wield, and thus must surely be the chosen. I? Once I was as you were, confused and without answers, yet they came in time. Now my duty is complete. I can finally rest. My sacrifice was not in vain. Schade. Echt mitten in der Zwischensequenz. Ich hoffe, dass das bei euch jetzt nicht so total geruckelt hat wie bei mir. Ich glaube, es ist schlimmer als sonst. Und meine CPU-Last ist gerade mal um die 40%. Die GPU nur um die 50%. Ich verstehe es nicht, wieso. Also entweder ist das tatsächlich das Hitz-Wärme-Design von diesem Dell Precision Laptop scheiße. Oder weil er brummt auch die ganze Zeit extrem. Also nicht einfach nur rauschen, sondern dass der Lüfter brummt. Ich glaube, dass der Lüfter eine Unwucht hat und daher nicht so optimal läuft. Und wie gesagt, ich darf ihn nicht aufmachen, bis er mir gehört. Und dann werde ich das beheben. Roberto fühlt, wie die ätzende Magie des Artefakts nach ihm greifen will. Er umwickelt seine Hände mit einem Stück seiner Kleidung und nimmt das Artefakt vorsichtig an sich. Er hat die Essenz von Ulioth erhalten. Und ein rubinenes Bildnis. Und wir müssen dieses Areal noch begutachten. Dieser Raum scheint ein unglaublich alter Schrein zu sein, der den Alten zu Ehren errichtet wurde. So, wie es im Tome of Eternal Darkness berichtet wird. Kann es sein, dass die Roberto gefangen haben, genau diesen Schrein bewahren und schützen wollen? Ah, nicht ganz. Leider nicht. Bewahren und schützen wohl eher nicht. Nutzen für ihre Zwecke passt da schon eher. Kann ich nicht wahren. Und hier war, glaube ich, die Hand vorher. Die ist jetzt nicht hier. Trotzdem hören wir diese flüsternden Stimmen. Ein schmaler Schrein, geformt aus menschlichen Knochen. Die Spitze der Konstruktion wird von einem Schirm aus Haut überspannt, durch den das Licht unheimliche Schatten in die Wände wirft. Da sollte der Turm wahrscheinlich eigentlich sein. Nicht in den Händen von irgendwelchen Menschen. Nun gut, ich würde sagen, wir gehen mal zurück, beziehungsweise... Ich laufe jetzt hier bis zum Dings und dann hier ist noch unser Schild, ist noch übrig geblieben, weil wir haben ja bisher noch keinen neuen gemacht, bis zur Leiter. Und dann würde ich sagen, für heute ist erstmal Schluss. Wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Folge von Eternal Darkness. Ciao, miau!